Martin Miller und Band Ladies and Gentlemen. Den Link zum kompletten 80er Medley findet ihr in der Videobeschreibung. Checkt unbedingt diese lebende Legende aus. Perfekt für lange Solo-Grinds. Leute, vielen, vielen Dank für 1000 Abonnenten. Beziehungsweise jetzt schon über 1070. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich nehme das Video gerade nachts auf, weil ich es vorher einfach nicht geschafft habe. Zu viel Action an jeder Ecke. Ich wollte in das Video ein bisschen Real Talk packen und was mit dem Kanal in Zukunft passieren wird, etc. Als ich angefangen habe, wollte ich eigentlich nur ein paar Videos machen, um zu dokumentieren, wie ihr in verschiedene Projekte kommt und zeigen, was man da so verdienen kann. Ich wollte das für Leute machen, die nach mir in die Projekte gehen, da ich es damals super kompliziert fand, sich in der kompletten Kryptowelt zurechtzufinden. Die ganzen Coins, Netzwerke und Wallets können einfach echt super verwirrend sein am Anfang. Da es kaum Schritt-für-Schritt-Videos im Englischen gab und im deutschsprachigen Raum schon gar nicht, wollte ich diese Lücke zumindest für einen kleinen Teil füllen. Mittlerweile ist das hier mein Hauptprojekt geworden und mit dem Crypto Games Deutschland Discord haben wir wirklich eine sehr geile deutsche Community. Jeder hat irgendwo ein Spezialgebiet, Leute tauschen sich aus über ihre Lieblingsgames und so weiter. Einfach schön, diese Entwicklung zu sehen. Aber mit Reichweite kommt auch Verantwortung. Ich muss wirklich aufpassen, worüber ich Videos mache. Ich versuche wirklich immer in Qualitätsprojekte zu investieren und will wirklich dafür sorgen, dass keiner von euch Geld verliert. Wissen und Informationen sind so extrem wichtig im Kryptobereich, da man sonst schnell irgendwelchen Scammern zum Opfer fällt. Davor versuche ich jeden so gut es geht zu schützen. Ich verspreche euch, dass ich alles, was ich euch empfehle, selbst teste und auch sage, wenn ich darin investiert bin. Ich hatte schon ein Sponsorenangebot eines Games, das habe ich aber abgelehnt, weil es kein Audit und kein Team auf der Website hatte. Das Spiel an sich sah nicht verkehrt aus, aber das Risiko ist zu groß, dass ich euch damit schaden könnte. Ich bin nicht auf das schnelle Geld aus und wenn ich mal ein Sponsoring in Zukunft annehme, dann erfahrt ihr es als erstes durch Kennzeichnung und in den ersten Sätzen des Videos. Danach könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr reingeht oder nicht. Ich mache das hier alles so transparent für euch, wie es geht, weil ich nicht mit eurem vermutlich auch teilweise hart verdientem Geld spielen will. Deshalb werdet ihr niemals ein Vorschaubild mit einem 100x oder ähnlichem Schwachsinn finden. Die Leute wollen einfach nur, dass ihr euer Geld auf die Projekte schmeißt, in die sie investiert sind, um eine schnelle Wertsteigerung zu erzielen. Lasst euch von den Leuten nicht verarschen. Sucht immer nach wahrem Wert. Nur echter Wert wird sich langfristig immer durchsetzen. Ich werde euch auch nie sagen, dass ihr in irgendetwas investieren sollt oder dass ihr dumm seid, wenn ihr nicht investiert, sondern euch immer, wenn nötig, die Risiken nennen. Sagen, dass ihr die Steuererklärung machen sollt und so weiter. Auch wenn sich's manchmal wiederholt. Es ist einfach langfristig für uns alle das Beste. Ich bin nicht der, der euch schnell reich macht, sondern Step by Step. Ich musste oft im Leben lernen, dass es kein schnelles Geld gibt. Geld wandert immer von der einen in die andere Tasche. Daher genießt einfach den Weg. Wenn ihr mal ein glückliches Projekt trefft, mit dem ihr richtig Kohle macht, hakt es als Glück ab, aber rennt nicht jedem Shitcoin hinterher, der euch irgendeinen Reichtum verspricht. In letzter Zeit werde ich immer öfter mal gefragt, wie ihr mir was donaten könnt, etc. Euer Support in Form von Likes, coolen Kommentaren und dass ihr es vielleicht mit euren Freunden teilt, ist schon Donation genug. Oder wenn ihr bei vorgestellten Spielen meine Affiliate-Links benutzt, ist es auch ein guter Weg, um mich zu supporten. So zahlt ihr nicht mehr und das Unternehmen bezahlt mich. Aber auch hier gilt bei den Videos, dass ich selbst in dem Spiel drin sein muss. Einfach aus Prinzip. Alles, was ich mit diesem Kanal einnehme, wird sich in irgendeiner Form immer auch für euch auszahlen. Wenn ich in Zukunft Kooperationen mit Firmen eingehe, wird auch eine der Fragen sein, was für euch dabei drin ist. Also wir ziehen den Kanal zusammen hoch und ihr bekommt immer etwas zurück. Klingt für mich nur fair. Was wird sich in Zukunft ändern? Ich werde mich bald für das YouTube-Partnerprogramm bewerben. Das heißt, es wird Werbung vor den Videos laufen. Wenn ihr das nicht wollt, nutzt gerne den Adblocker. Ist mir wirklich egal und ich kann es komplett nachvollziehen. Ist halt auch ein Weg, wie ihr mich unterstützen könnt. Tage habe ich diese Nachricht auf YouTube bekommen. Er ist dank meines Videos auf Little Goats aufmerksam geworden und hat einfach eine 10.000 Euro plus Ziege gezogen. Diese Geschichten motivieren mich. Stellt euch vor, wie die Kommentarsektion aussehen würde, wenn ich nur Scam- und Crap-Projekte vorstellen würde. Natürlich kann ich mich auch irren, daher gilt immer, informiert euch selbst und entscheidet bitte auch selbst, ob ihr reingeht oder nicht. Das ist eigentlich alles, was sich ändert. Ich werde euch auch weiterhin über neue Games informieren, Tests raushauen und immer aufrechten Content bringen, etc. Ach so, und ich wollte jetzt ins Twitter-Game einsteigen.
Wer mir da folgen will, ich verlinke alles in der Videobeschreibung. Hab da glaube ich nur 20 Follower, also lass mal ein bisschen Liebe da. Wenn du auf dem CryptoGames Deutschland Server bist, hast du schon gesehen, dass ich ein 1k Abo Special gestartet habe. 20 Gewinner und das sind die Preise. Erster Platz 100 Dollar, zweiter 50, dritter 25, Platz 4 bis 10 bekommt 10 Dollar und das alles in Krypto. Ihr wählt zwischen ADA, BNB und Matic. Ich weiß doch, ihr wollt die Coins. Platz 11 bis 20 sind Avogadro NFT Tickets, mit denen ihr Ende des Monats hochwertige Preise gewinnen oder sie sofort auf dem Marktplatz verscherbeln könnt. Dafür braucht ihr nur eine Wallet mit Matic Netzwerk wie die MetaMask. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch gerne, wenn ihr gewinnt. Dafür müsst ihr einfach auf dem Discord mich als Content Creator aktivieren und bei Giveaways auf den Party-Emoji klicken. Dann seid ihr dabei. Sonntagabend um 20 Uhr zieht der Bot 20 Gewinner. Das geht alles aus meiner eigenen Tasche. Doch aufgepasst, das Gewinnspiel ist halt wirklich auch nur für meine Abonnenten, die vor und inklusive dem 4.9. abonniert haben. Frage euch nach dem Nachweis, wenn ihr gewinnt. Falls ihr es nicht nachweisen könnt, wird der Preis neu verlost. Wie ihr das macht, ist ganz einfach. Dafür geht ihr auf die Seite und fügt eure URL von eurem YouTube-Account ein. Falls ihr es auf privat stehen habt, müsst ihr es kurz öffentlich machen, macht einen Screenshot und schickt es mir. Dann schicke ich euch direkt den Cashpreis oder das Ticket. Also Freunde, nochmals vielen Dank. Jeder Support wird in irgendeiner Form auf euch zurückkommen. Wir sind zusammen auf dieser Reise und ich bin gespannt, was noch alles kommen wird. Jetzt heißt es Road to 5k Abos. Bleibt mir treu, fühlt euch gedrückt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.